Ahoi, Kapitän, willkommen zu einem neuen Captain on Tour. Montag ist es, moin. Jo, Wochenende ist überstanden. Noch nicht so ganz. Bisschen angeschlagen bin ich auch wieder. Ich weiß nicht, wo ich mir wieder einen eingefangen habe, aber man sieht es mir auch wieder an, dass ich nicht so hundertprozentig fit bin. Vielleicht hört man es auch, aber noch schmeckt der Kaffee. Und mit anderen Worten, also noch ist es nicht ganz so schlimm. Wenn der Kaffee nicht mehr schmeckt und dafür dann der Erkältungstee, dann nee, dann ist es ein Problem. Ja, also, was machen wir heute? Ich habe mir so gedacht, also eigentlich wollte ich ursprünglich sagen, ich mache mal ein Special Radarschiffe und spiele mal nur Schiffe, die Radar haben. Da sind ja auch ein paar dabei. Auch ich habe schon ein paar, die Radar haben, aber dann habe ich so gedacht, och, eigentlich könnten wir doch mal wieder nur ganz entspanntes irgendwas machen. Einfach nur Bock auf irgendwie und los. Und dann nehme ich jetzt einfach mal Schorsch hier und damit lege ich mal los. Also kein Motto, sondern just for fun, alles was kommt. Worauf ich gerade Lust habt oder vielleicht ihr im Chat dann auch Lust habt. Also mal gucken. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Tja, ich habe am Wochenende tatsächlich nicht gespielt. Also, ich habe die Zeit genutzt und habe zu Hause ein bisschen was getan. War also gar nicht erst im Büro, beziehungsweise das stimmt nicht. Ich war einmal im Büro, musste noch ein Replay fertig machen. Und ja, dazu muss ich dann halt ins Büro. Aber jetzt hier. Oh, ja, okay. 7-9er. Da macht man dann dicke Backen. Ne? Heißt auf jeden Fall für mich, ich bin nicht unbedingt dazu verpflichtet, hier jetzt den Brawler zu geben. Mit Schorsch ja sowieso nicht. Aber das ist jetzt eine Hausnummer. Also für die Musashis bin ich ein Häppchen. Wenn die in meine Nähe kommen, dann war es das. Die Akatsuki dreht ab Richtung A, sehe ich das richtig? Okay. Wollte jetzt nochmal sehen, ob er eine Tarnung hat. Tja. Dann hilft das jetzt nichts. Wenn der nicht zu B fährt, kann ich auch einfach sagen, ich fahre ganz entspannt mit zu A. Keine Verpflichtungen an B. Was haben wir denn da noch? King George, Izumo. Okay. Und da kommt noch ein Friedrich hier. Ja. Unsere Generation Pink ist da oben. Tu. Mal gucken, was sich hier wie entwickelt. Wir haben mal 20 Minuten Zeit. Okay, und da geht's schon los. B wird gekappt. Und die Musashi schießt auf Friedrich den Großen. Na, Friedrich. Jo. Okay, ein A wird also auch schon gekappt. C sowieso, also irgendwie. Das sieht nicht gut aus. Herr Hawkeye Michi, moin! Meine Alaska! Und schon mich entdeckt, klar. Zwei Durchschläge, jo, 1452, also mit null Schaden gehe ich hier nicht raus. Das ist schon mal was. Aber
So richtig glücklich bin ich aktuell auch noch nicht. Da ist die Mayhem. Tja, wenn ich jetzt hier schieße, kann ich gar nicht schießen. Also ich kann schon, aber ich kann nichts treffen, weil der direkt hinter dieser Insel ist. Jetzt bin ich entdeckt. Okay, das ist dann die Alaska, würde ich sagen. Da werde ich doch gleich mal ganz entspannt ein bisschen abdrehen. Ist klar. Bin ich noch einigermaßen glimpflich davon gekommen. Oh, unser Neptun. Die Friesland hat mich gespottet. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Tja, und warum wundert mich das nicht, dass das gegnerische Team die Führung übernommen hat? Zwei DDs schon wieder verloren, ey. Und unseren grandiosen Kreuzer. Also, die Legionäler, moin! Die kommen immer auf Ideen, da wird ihr ganz, also abenteuerlich. Guck mal, ich sehe doch, da kommen zwei Musashis. Wieso fährt ein Kreuzer bis da vorne ran? Und dann hier wieder unser Top-Tier-Eckensteher. Wow, echt. So, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen auf diese Gneiser mitzuwirken. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich hier wirklich noch irgendwie was machen kann. Der mich nicht komplett auseinanderschießt. Ich muss natürlich immer da auch aufpassen, dass die nicht da einen mitgeben. Vor der Gneisenau könnte auch noch ein DD sein. Aber ich glaube es nicht. Die Friesland hat wahrscheinlich B gekappt, ist dann hier rüber gefahren. Würde ich mal so sagen. So. Kindle Kampftrinker, moin! Legendäler, ja, guten Appetit! Was gibt's? Oh, du hast ihn echt gleich gelöscht. Oh, das ist cool. Er zielt hier auf mich. Die Gneisenau ist es nicht. Ich versuche einfach nur zu überleben und ein bisschen Schaden zu machen. Also RNG ist jetzt auch nicht unbedingt mit mir, ne? Also muss ich sagen, ein Brand bei 90 Treffern. Alaska, hm? Na, guck mal. Den kann er wahrscheinlich gleich wieder löschen, weil das schon so lange her ist. Man muss auch immer mal einfach nur ein bisschen jammern können. Dann klappt auch schon das mit dem RNG ein bisschen besser. Die Alaska eindrehen. Der hat nämlich seine Waffen hier immer noch nicht in meine Richtung. Also wird es die Alaska sein, der mich hier aufgeschaltet hat, oder? Oder sehe ich das falsch? Hm. Werde ich dann merken, wenn die Einschläge kommen. Na, da kommen sie doch schon. Von der Alaska, na klar.
So, Izumo schießt die Gneise noch raus. Schade eigentlich. Und jetzt sind wir noch zu fünft. Tja, und hier zwei Musashis und ein Leon sind noch da. Ah, Yatsumoto, moin und Blaubeer, moin. Ah, das ist jetzt hier eine ganz, ganz, ganz üble Geschichte. Ich kann hier nur weghalten. Das ist mein Job. Von den großen weghalten. Kommen die noch nicht mal ran. Die schießen auf mich. Oh. Bin doch nur der kleine Siebener. Tja, und jetzt hat sich's hier für mich auch erledigt. Oh, Musashi. Drehen. Einfach drehen. Komplett raus. Oh. Okay. Chevalier, moin. Tja. Was soll ich hier tun? Viel tun kann ich nicht. Sekunden noch. Tja. Tja, geht eine Salve raus. Tangora, moin! Okay, ich bin immer noch entdeckt. Ich hatte mir das eigentlich so schön ausgedacht, dass sie mich jetzt nicht sehen, aber das heißt, na, Musashi, hast einen Taub gefressen? Kann ich dich jetzt anstecken? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ist es so klar, oder? Das ist halt Shoshi. Einmal zu viel Breitseite gezeigt. Und du bist raus. Aber vielleicht geht da noch ein Brand auf die Musashi. Aber die Kitakase wird die auf jeden Fall jetzt rausschießen. Ja, wir sind aber auch sowieso nur zu zweit nur noch. Ja, also da sage ich mal, mit 96.000 geht das noch. Mystery Warrior, moin!
Da muss ich mir nicht viel vorwerfen lassen. Das Problem war, ich musste jetzt drehen. Also ich hätte auch gerne einfach gesagt, ich sitze das aus, aber ich gehe nicht in die Ver- also ich hätte keine Chance mehr gehabt, in die Verborgenheit zu kommen. Und dementsprechend wäre das eh alles dumm gelaufen, sozusagen. So, und die Kitakase hat die Musashi immer noch nicht rausgenommen. Tja, und jetzt hier noch. Guck mal, da siehst du, mit wem du es zu tun hast. Mit der Kitakase. Schießt die ganze Zeit jetzt hier auf die Fiji statt auf die Friesland. Tja. Bär-Team? Jupp. Würde ich mal so sehen. Aber ist der Einzige, der noch überlebt. Ne? Die Lyon hier hinten. Also der kann jetzt seit gefühlt 10 Minuten gar nicht mehr geschossen haben. Aber er schreibt Bär-Team. Yo. Gerne. Gucken wir doch mal, was denn unser Überlebender für eine großartige Leistung so gezeigt hat hier. Na. Gut, 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 gut. Tja, das war dann Shorshi. Oh, nee, ey. Oh, was soll's. Oh, nehmen wir mal Scharnhorst, die lacht mich gerade so an. Tja. Ja, also ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt und ich trainiere es. Ich will mich nicht mehr ärgern. Gar nicht mehr. Ich will das einfach nur als Spiel sehen. Will dann auch mir natürlich mal erlauben, bei dem einen oder anderen zu gucken, mit wem ich es da zu tun habe. Aber ansonsten einfach nächstes Spiel und nächste Runde und fertig. Also, Sechser, Achter. Nein, ich glaube, wenn man irgendwann mal ein Spiel spielt, wo man für sich selbst wirklich sagt, ich ärgere mich nur noch, dann macht man irgendwas falsch. Also das kann es nicht sein. Also es heißt ja schon nicht umsonst, Mensch, ärgere dich nicht. Oh, moin an alle. Tanumi! Dankeschön für 3 Monate Patenschaft jetzt auch schon. Vielen lieben Dank. Und moin. Ja, also man muss sich halt nicht wundern, wenn du solche Spieler hast hier, der ist pink und vom Start weg fängt er an, hier gegen die Insel zu schießen. Ja, der hat es nicht verstanden. Ganz einfach. Dem werde ich es aber auch nicht beibringen. Also egal, was ich mache. Ob ich den reporte oder nicht, ob ich dem irgendwas im Chat schreibe oder nicht, der wird es halt nicht verstehen. Weil das macht halt keinen Sinn, was er macht. So. Aber ist ja auch nicht mein Job hier, irgendwelchen Spielern irgendwas zu sagen oder zu erzählen. Also im Zweifelsfalle wissen die das sowieso besser. Nitygo, moin! Wer über... Oh, jetzt dreht er weg. Naja, gut. Wer über YouTube-Videos sich was aneignen möchte, herzlich gern. Aber wer halt nicht, der hält nicht. Robike, moin! Auch hier, da... Was macht unsere Ismail? Dümpelt erstmal ein bisschen hinten rum. Gut, der ist nicht ganz so schnell, ist ein Sechser. So, Miyoko, ich weiß, dass du drehst. Fährst dann nämlich schön im Kreis, siehst du? Er dreht und dreht und dreht, schön an der Minimap zu erkennen. Oh, trotzdem... Langsamer als gedacht. So.
Nope, Arizona. Nope, 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 nope. So, Miyoko. Ach ja, klar. Ein Abpraller. Sieht da! So, drei Zielen. Die Frage ist, ist da auch ein DD dabei? Da kommt was von der Colorado, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Unsere Harakase nebelt sich und fängt an zu schießen. Ja! Ich werde auch mal auf HE laden. Aus dem Winkel auf die Arizona bringt es nicht viel. 1500. Mal gucken, was HE bringt. Fenderboy, moin! Autsch! Einmal hochheilen. So, Arizona, da. Konnte jetzt auch nicht gucken, wie viel das gab. Aber ich würde auf jeden Fall von denen weghalten. Kriegen sie ein Problem damit, mich zu beschießen. Da unser CV hier überhaupt nichts macht, also ist er überhaupt im Spiel, sehe ich, also ich sehe nirgendwo am Himmel irgendwas in Sachen Flugzeug. Außer den anderen. Der ihn jetzt da gerade gefunden hat. Ah, ein Brand. Tja, ich würde da gerne ran. Ich habe Torps, aber... Jetzt mal ehrlich. Wie soll ich denn da ran, wenn da keiner vorne spottet? Die Harakase kommt auch schon wieder zurück. Oh, oh, oh. Ist klar, Arizona. Ist klar. Perfekt. Also wirklich einfach perfekt getimed. Mann, Mann, Mann. Na, da kriegst du den Arsch aber nicht schnell genug rum, oder? Nope. Guck mal, ich bin entdeckt. Ja, jetzt wieder durch Flieger, aber gerade eben noch anders. Was macht unser CV? Kann ich das irgendwie, oder kann mir das irgendwer beantworten? Ich krieg das nicht mit, was der macht. So, Miyoko. Bevor du unsere Gypar da ärgerst. Ach, unsere Gypar fährt da auch noch raus. Gegen Atlanta. Wie... Was für großartige Spieler, kann man da nur sagen. Also wie kann man denn mit einer Gypar gegen Atlanta fahren? Wow, echt. Hammer. Das ist echt ein Hammer. Na, Kolo. Ach, guck mal, die Furious. Thank you.
Dann werden wir uns doch hier mal schon ein bisschen langsam vorwärts treiben lassen. Auf die großen. Da ist auch die Eggle, ja, guck mal. Auf die großen bösen Schlachtschiffe ein bisschen anwinkeln. Und du bist doch schon raus. Jo. So, die haben drei. Akatsuki und Fubuki war drüben, also drei DDs. Da fahre ich hier. HE schießt durch die Gegend, ey. Das ist noch. Du hast doch gerade noch gebrannt. Hast jetzt gelöscht? Also, mal gucken. 6 Durchschläge. Tja, die Frage ist, geht jetzt hier gleich vor mir irgendwo noch ein DD auf? Oder nicht? Na, guck mal. Ein Brand geht doch. Oh, und den hast du auch gleich gelöscht. So. Tja, die Frage ist, fahre ich jetzt in Angriff oder bleibe ich in der Verteidigung? Die eigene Basis wird erobert, das ist dann wohl die Antwort. Ich werde die Massachusetts da nicht alleine lassen. Full HP für Buki. Monarch auch noch Full HP. Wow. Ich war jetzt eh entdeckt, konnte ich auch schießen. So. Guck mal, beide. Torpedos voraus. So, Sek, tu was. Ein bisschen wechseln.
Aha. Mein Freund. Winkelbinkler, moin. Ups. Umladen auf AP. Nicht wegen der Scharnhorst, sondern wegen der Cleveland. Was pingst du da? Da ist doch nichts. Da ist was. Das ist der, den ich sehen will. Sehen muss, wie auch immer. Ja, ich glaube, die Entscheidung zurückzufahren und die Basis mit zu verteidigen war nicht verkehrt. Doch noch auf ein bisschen Schaden gekommen. Ja. Ja. Was haben wir denn an Potenziell? 1,5 Millionen. Jo, okay. In 14 Minuten. Okay. So. Was? Pop-up Geschenk? Ich sehe bei mir hier nichts. Also, wenn ich das so sehe. Wo habt ihr denn da irgendwas, was nervt? Fullscreen ist auch nix. Also, ja, ich versuche das hier gerade nachzustellen. Bei mir ist da nichts. Okay. Also ich sehe hier nichts. Oder auf Twitch. Ich habe das jetzt hier auch. Nichts da. Das ist ja merkwürdig, ne? Guckt ihr am PC oder Handy oder Laptop oder Tablet oder wie guckt ihr? Weil ich habe es ja auch auf dem PC. Ja, guck mal, PC, ich habe da nichts. Wenn ich den Chat ausblende, nö. Bei mir ist nichts. Also ich sehe das nicht, dass da irgendwas im Weg ist. Möglich. Möglich. Also, ich wollte es sowieso nachher wieder ausspielen, also mal gucken. Oh, lass uns mal apropos ausspielen. Nehmen wir mal die Ark Royal. Geht nicht rauszumachen, das ist ja komisch, ne? Also, da müsste ich das doch eigentlich aber auch sehen, aber naja,
Gut, man weiß nicht, was die da für Funktionalitäten haben. Also, dann würde ich sagen, machen wir hier nach mal das Verteilen der Geschenke und dann werde ich das mal schließen und dann mal gucken, ob das was bringt. Ja, genau. Genau so ist es. Und was haben wir hier? Ein 5er, 6er. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. T61 und Minikase sind also jetzt hier meine Opfer. Na dann. Der Rest ist mir auch tatsächlich erstmal völlig egal. Aber das wisst ihr ja. Jeder, der immer mal bei mir reinschaut und sieht, dass ich mal CV spiele, weiß eigentlich, dass ich da tatsächlich nur erstmal auf DD-Jagd gehe. Und wenn es von 20 Minuten 16 Minuten sind, die ich dann DDs jage, dann ist das so. Ha! Ja, sehr gut. Oh Mann, ey. Ja, was man da so alles erleben darf, ist schon cool, ne? Oh, guck mal. Das erste, was wir aufmachen, ist die Furious. Das ist aber auch selten, finde ich. Montecugoli. Ja, willst du auch deine Fla nutzen? Nix. Ich gebe Gas von ihm weg. Aber hier scheinen keine... Pass auf. Das machen wir mal so. Und dann geht's rüber zu A. Montecuccoli ist jetzt schön gespottet. Hier können wir den Zwischenbereich mal so ein bisschen spotten. Vielleicht ist ja hier irgendwo irgendwas. Da ist schon ein Nebel. Flarfeuer von den beiden Trentos und die T61, alles klar. Hier, guck mal, das ist doch das, was ich wollte. Die T61 haben wir gespottet. Und die Minikase ist drüben in D, alles gut. So. Na, ist hier irgendwo die T? Ist auch egal. Wir haben A. Und weil hier reichlich Flak rumfährt, geht's rüber. Da kann die Hatsu auch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ja, also ich finde schon, es gibt spannende Konstellationen. Oh, guck mal. Wen haben wir denn da? Das ist auch eine spannende Konstellation. Oh, hat so. Nicht torpen. Schießen. Genau so. Warum torpst du? So, guck mal. Bis jetzt null Schaden gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt... großartig, aber nur. So, mal gucken. Hier ein bisschen. Klein bisschen Schaden. Vielleicht mal auf die Warspite. Komme ich da durch? Na komm, 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 komm. Yay. Da siehst du. Und den holen wir gleich wieder zurück und schicken den auf den Weg. Denn das ist jetzt der kürzere Weg vom Träger zur T61. Die Trento hat die Nikolas rausgetorbt. Wow.
Also man könnte da schon abenteuerliche Sachen machen. Jo, das glaube ich. Sofort. So, Tee. Vierhundert, yay, großes Kino. Da habe ich nochmal hart getroffen, ne? Hm, 3-2 ist schon besser. So. Und damit meine Kollegen den sehen. Und schon hat er den Fighter abgeschossen. Wer auch immer. Habe ich doch schon gesehen, das war nix. Wo ist die IT? So, Genova und Trento dürfen problemlos cappen. Unglaublich. So. Also. Die interessieren mich jetzt nicht wirklich. Aber ich werde schon mal hier so ein bisschen. Ah, guck mal. Der interessiert mich nämlich hier. Ich bin mir sicher, dass der echten Spaß gerade hat. Ja, guck mal. Da hat sich doch einer gesmoked. Schießt du aus deinem Smoke heraus? 47 hat er noch. Das ist jetzt aber unglücklich, rückwärts rausgefahren. Na, mein Freund, trifft dich einer? Jo, guck mal, da hat ihn doch schon einer getroffen. Mit einem kleinen Brand auf die Piotr. Ich noch mal einen Brand? Nein, schade. Och, die hole ich zurück und jetzt kann ich ja auch mal mit Torpedo-Bombern los. Guck mal, da ist ja alles. Hier ist ja alles frei. Dann ziehen wir doch mal da hoch. Na, Piotr brennt nicht mehr. Wie auch. Piotr ist raus. Ich fahre weiter in diese Richtung. Lerschi, moin! So, Bretagne, was ist mit dir da? Bist du eingefroren? So, hat sogar die Warspite rausgenommen. Ich denke mal, das wird wieder ein relativ einfacher Sieg. Mit wenig Schaden. Aber eben ein Sieg.
So, und auch hier, wenn ich jetzt von der Seite aus auf den Torpe und der auf die Torps eindreht, dann kann er gleich von der Piotr Weliki und von der Oktoberrevolution einen in die Seite kriegen. Also, geht alles. Und wenn er nicht eindreht, dann dreht er nicht ein. Oh, eine Furious. Hey, Furious. Guck mal, 1, 2, 3 Torp-Treffer. Und er fährt schön breitseitig zu den anderen. Da bleibt nichts von ihm übrig. Die hole ich auch zurück. Und da gehe ich nochmal mit Torps raus. Tja, wie soll ich sagen? Das war jetzt wirklich nicht so schwer, ne? Aber ist halt auch, also der mit seiner T, der konnte ja gar nichts machen. Da ging nicht viel. So. Und die werden jetzt die beiden natürlich sehen wollen. Aber ich weiß gar nicht, können sie sowieso sehen, denke ich mal. Setzen wir hier mal einen kleinen Fighter. Furious! Das darf man immer nicht vergessen, oder? Wow, danke. Sehr schön. So, abbrechen ist hier nicht. Tja, und die 1000 sind erreicht. Also gefühlt war das jetzt nicht wirklich so richtig viel, aber mal gucken. Ja, Mittelfeld. Noch deutlich vor der Oktoberrevolution, würde ich sagen. Tja, guck mal, da haben wir auch schon mal den CV heute gehabt. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir mal diese Verteilung der Geschenke, dieser Amazon-Geschenke, die habe ich jetzt mal rausgehauen. Und ja, ich hoffe, dass das dann jetzt hier ein relativ einfaches Ding ist, dass dann anschließend diese Anzeige, von der ihr da geschrieben habt, wieder weg ist. Ich kann da nichts zu sagen, ob das wirklich so ist oder nicht. Das müsst ihr dann sagen, weil bei mir war da ja nichts. Ich kann es also hier nicht nachvollziehen. Ja, das ist ja auch für immer nur für bestimmte Spiele. Also, ich sag mal, das muss schon passen, ne? Dass jemand, ich vermute mal, dass das mehr in die Richtung geht, hey, pass mal auf, guck mal, wenn du dir das Spiel kaufst, kannst du das jetzt dann auch nutzen. Ja, ist für mich eine eher, naja, ich sag mal, durchschnittliche Werbung oder Werbeaktion. Defender, moin. Das ist so, naja. Könnte man vielleicht, aber ist halt schwierig. So, dann wollen wir gucken, ob das hier auch schwierig wird mit der Belfast. Die anderen haben eine Lexington. Ich gehe hier mal auf HE. Oh oh. Fubuki sieht nackig aus. Oh oh. Was haben die anderen denn? Eine New Orleans, eine Fidschi, eine Nürnberg und Trento. Okay.
Tja. Ob die sich jemals einigen werden. Na, wie ein Freund von mir sagt, who knows, wer Nase. So, da der jetzt hier was dagegen setzt, denke ich mal, dass er auch von der Seite aus da gleich, oder ist da von der Seite was kommt? Ein Belfast-Ton. Ein Oh, guck mal, der Nürnberg. Und da ist die Chinonome. So, dann werde ich jetzt mal hier mal. Das sah aus, als wenn er abbremst. Tut er aber nicht, oder? Nee. Oh. 8,6. Der ist genau aus dem. Genau aus dem Bereich raus. Aber wenn er weiter schnell genug gefahren ist. Jo. Und er brennt auch. Ach komm. Vielleicht ist er ja doch noch drin. Nein, ist er nicht. Und AP. Tja, so viel dazu. Tja, an der Chinonome kann nicht mehr viel dran sein. Acht Sekunden noch. Chinonome, ernsthaft? Da steht da immer noch hinter der Insel. Och. Nö, 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 nö. Ach, guck mal. Kollege Shinonome ist da. Okay. Na, und die Lexington? Torpst du hier rein? Ne, du willst auf die Fubuki torpen, okay.
So, eine Minute habe ich hier noch. Also warum sollte ich dann nicht so ein Ziel dankbar annehmen? Guck mal. Da geht auch noch der vordere raus, der geht doch hinterher. Trifft aber nicht. Hallo. Ich habe das Gefühl, ich nerv hier gerade irgendwen. So, viel weiter muss ich nicht zurück. Das reicht. Die Telefone mit Bildscheibe, ja. Die guten Grünen, ne? Na, Ismail. Ein Brand geht doch noch. Komm. Oder Orange, ja. Oh, das war. Das. Ganz fiese Nummern waren dabei teilweise. Ja. Da, die Shinonome spottet mich. Dann spielen wir das jetzt anders, wenn du da hinten rumfährst. So. Ah, komm, Waffen, dreht euch, dreht euch, dreht euch, dreht euch. Bismarck kommt jetzt hier. Naja. Genau, Graf Zeppelin. Nee, nicht auf die Bismarck. Oh, 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 Bismarck kommt hier raus, okay. Dann. Weiß ich ja, dass ich hier nicht allzu lange auf den schießen kann. Wäre doch mal schlau, wenn unsere Graf Zeppelin den fast toten DD spotten würde. Ich gehe jetzt hier gleich auf. Jetzt gibt er mir hier Anti-Air. Ja, was soll ich damit? Ganz ehrlich. Nee, brauche ich nicht.
So. Guck mal. Bist du nicht willig? So mache ich dich kalt, oder wie heißt das? Ich wollte jetzt einfach nur hier von der Bismarck weg. New Orleans geht auf die Fubuki, okay. So, hier mal ein bisschen wieder rausdrehen. Unser Sieg ist in Sicht. Aui. So, mein kleiner, schmaler Freund. Nebelwerfer gestartet. Dreihundertsiebenundvierzig. Wäre ja schön, wir hätten hier einen Spotter auf der anderen Seite, wenn ich mir das angucke. Guten Abend, Flisser, danke für den Follow und willkommen in der Familie. Na, noch so einen kleinen Brand. Ja, genau. Hier bin ich. 904. So, Bismarck. Tschüss, Mark. Na guck mal, da hat mich die Bismarck doch noch mal über die 100.000 hier gehievt. Landry, moin! So, 996, da werden wir wohl die Lexington nicht mehr versenken. Ja, ja, ja. Tja, dieses aus dem Nebel rausgefahren und dann gespottet sein, das war einfach der Unterschied. Da war mir klar, der DD ist da. Oh Gott, wieder so ein Reim, den ich gar nicht wollte. Nürnberg 2120. Sehr, sehr geil. Lob spielt gut. Ja, guck mal, die Perth ist ein Sechser mit Nebel. Und die Nürnberg, ja. Wow. So, guck mal, das war doch auch nochmal ein nettes Spielchen. Ja, ja, läuft noch 23 Stunden. Wie kann es denn abgelaufen sein? So, was wollen wir uns denn nochmal? Auch eigentlich so ein bisschen Warspite? Warum nicht? Mal so richtig. Ja, die Nürnberg kann echt super nervig sein. Kann richtig, richtig nervig sein. Und wenn man mit ihr vorsichtig fährt und auf Abstand bleibt und eben nicht brawlt, ja, ja, dann kann man damit auch richtig was reißen.
Sechser, Achter. Mit der Warspite auf zwei Brüder. Tja. Oh, guck mal, wie wir aufgestellt sind. Könnte man jetzt ja auch mal ganz entspannt Richtung B fahren, ne? Schön durch den Kanal, so ein bisschen. Tja, aber nicht mit der Warspite. Und nicht im 6er, 8er. Und generell finde ich das am Anfang sowieso einfach nur, naja. Da muss schon alles passen, damit das einigermaßen passt. Wenn du Pech hast und kommst hier an und hier stehen noch 4 und da stehen noch 3 und dann sagen sie, ey, super, klasse, 7 Stück, dann bleibst du da nicht lange. Wenn du Glück hast und die sind alle hier und die sind alle da, dann kannst du auch mit dem Schlachtschiff cappen, dann kannst du von hier aus die aufreiben. Das kann alles super klappen. Kann. Oh. Hepper. Ja, muss passen, damit es passt. Das ist so. Das ist hier nicht so nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Nee. Also da musst du schon eine Tirpitz haben. In so einem Game, dass du sagst, okay, pass auf, ich bin Top-Tier, ich habe Torps, ich habe eine gute Sec, ich habe eine gute Panzerung, also mit einer Tirpitz. Ja. Aber ist auch da, es kommt halt drauf an, wie es läuft, ne? Auch da können sie dich einfach runterbrennen dann. So, guck mal, unser Lyon. Kommst du noch ins Spiel? Bist du noch da? Oh, eine Lefantask. Na? Na? Sehr gut, links und rechts von ihm. So gehört sich das. Tja. Da war er ein bisschen mutig, ne? Wollte unbedingt seine Torps raushauen. Tja, und hätte sich die Fuschon nicht gleich hier gesmoked. Dann hätten wir den jetzt vielleicht sogar rausbekommen. Na, Fuschon? Ja. Guck mal, da ist auch noch eine Kagero. Und wo komme ich jetzt da durch? Oh, alles ganz entspannt. Ich schieße auch auf die Ds. Na. Und da ist die Lefantask. Und unsere... Oh ja. Bismarck da hinten. Geht nichts über ein gutes deutsches Top-Tier-BB. So. Lefantask ist tatsächlich der dritte DD von denen, der rausgeht. Yo. Wow. Hammer. Hammer. Noch nicht mal 4 Minuten gespielt und 3 von 4 DDs sind raus. Und da geht jetzt auch die Kagero dahin, oder was? Ja, okay, jetzt wird er nicht mehr gespottet. Na, Mogami und... Oh, Mogami. Okay. Fährt die ganze Zeit schön gleich... Jetzt dreht er hoch. Okay.
Nehmen wir. Tja, jetzt kann ich bei der Mogami leider nicht mehr vorhalten. Ich kann natürlich auch, guck mal. Spannend, ne? Wieso fährt der so nah an uns vorbei? Dem kann eigentlich wirklich nicht viel passieren. Bismarck, komm. Oh, oh, oh. What? Ein Nichtdurchschlag? Naja. Naja, nehmen wir mal so hin. Definitiv. Definitiv. Und ich kann das auch irgendwo verstehen. Also. Wenn du 4 DDs hast, die wirklich also so schnell raus sind. Na, du bist stehen geblieben? Nö, leicht. Na, na, na. Ich dachte eigentlich, er wird nach oben rausdrehen. Ist aber nicht. Oder? Weiß ich ja, was du tust, Mogami. Zweiter Versuch. Hm. Hoho. Hoho. Sofortiger Zielwechsel. Es ist nur die Frage, ob die Ranger jetzt da stand oder gefahren ist. Wenn er da stand, treffe ich ihn. Ja. Wenn er gefahren ist, treffe ich ihn nicht. Wollte ich sagen. Aber der steht da immer noch. So, schön ein bisschen Damage-Optimierung betreiben. Steht, ist entdeckt und fährt nicht weg. Macht gar nichts. Gucken, was die Streuung so sagt. Och, naja, naja. Okay. Ist jetzt auch nicht wirklich doll, aber. Nehmen wir mal so hin. Ein bisschen ran. Weil Flugzeug ist gleich vorbei und dann muss ich ihn so nehmen, wie er kommt. Hauen wir von vorne einfach ein. Durch die Spitze sozusagen. Oh, oh, oh. Ja, genau. Schön links und rechts dran vorbei. es lebe die Streuung. So, komm, greife mich mal an. Ich habe noch nicht ein HP verloren. Doch, doch. Um Gottes Willen, ich habe 200 HP verloren. Was sage ich? Ich habe kein HP verloren. Logisch. Habe hier gekämpft wie ein Tier. Okay, der ist also auch schon weg. Jetzt gehen die da drüben auch schon mit Detos raus. Alter Schwede. Ja, also das ist, guck mal, ich kann hinter der Bismarck gar nicht hinterher schießen, weil der einfach zu schnell ist. Mal abgesehen davon, dass ich das schon ziemlich erschreckend finde, dass einer mit der Bismarck wirklich von Anfang an so defensiv spielt.
Yay, nochmal 11,40. Ja, guck mal. 41.500. Aber okay, es sind ja auch gerade mal 10 Minuten gespielt. 10 Minuten. Ja, und der ist jetzt einfach zu schnell für mich. Ich komm da nicht hinterher. Keine Chance. Unser Lyon, ja, dem geht's wie mir. Ja, ich hab was angeboten, ne? Man zeigt ja, was man hat. Also, ist auch logisch. Aber, nöp, wollten nicht. Sie wollten einfach nicht. So, wenn ich mich beeile, kann ich nochmal auf die Chapa schießen. Genau. Der kriegt gar nichts. So, Chapa, wie fährst du denn? Schnell in meine Richtung. Na. Ja, ist klar. Natürlich. Oh. Bismarck versenkt. Tja. Ja. Mit der Warspite musst du einfach wirklich ran. Dann kannst du austeilen. Ansonsten geht da echt nicht viel. Xarin, hi! Hinterhergelaufen. Jetzt weiß ich, wie man sich da wirklich fühlt. Also ich kann mich voll in diese Warspite reinversetzen. Mir geht das ganz genauso. Würde ich jetzt irgendwie hinter so einem Team hinterher joggen müssen? Alter Schwede, ich wäre richtig außer Atem. Ja, guckt euch das an hier. Ne? Also, ich war durchaus willens, was zu tun, aber nein, nein. Potenzieller Schaden, 10.000. Hey, Schaden durch Aufklärung, 2.300. Alter. Über die Einstellung FPS-Obergrenze, nicht, dass ich wüsste. Ich glaub nicht. Tja. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Okay. Was wollen wir denn jetzt nochmal? Lasst mich doch mal gucken. Vielleicht irgendwas, was ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Wuchster habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Schon ganz, ganz lange. Man sieht es ja, Kapitän zuweisen. Von anderen Schiffen. Oh, guck mal, können wir den von der Flint nochmal nehmen. Wuster. Mal schauen, was wir da für Matchmaking haben und vor allem welche Karte. Ocean. Prädestiniert für Ocean. Wuster. Perfekt. Okinawa. Und ein reines 10er-Match. Wow. Das ist cool. Hugh Young, Khabarovsk, Harugumo, Shimakaze. Ja. Puh. Gibt so Dinge. Das halte ich jetzt hier für nicht optimal. Also das Problem ist, fahre ich hier ran, können sie mich von da aus unter Feuer nehmen. Fahre ich dann so, dass ich hier, können sie mich von da aus und also. Es gibt keine Safe-Position da an der Stelle. Aus meiner Sicht. Und wenn der CV mich anfliegt, bin ich auch perma gespottet, wenn er will. Also. Da geht da nichts.
des Moins. 19 Kilometer. Ja, mal gucken. Kommt das hin? Nicht so wirklich. Shima, das ist natürlich jetzt sehr schön. Dann gebe ich dir natürlich auch AA so gut ich kann. Ja. Na, das müsste eigentlich vorbeilaufen, oder? Wishmaster, moin! Da ist eine Cover. Und in 10 Sekunden bin ich hier Opfer für die Yamato oder was? Rauf da. Was machen die denn? Ich verstehe das nicht. Die können doch nicht wirklich jetzt hier... Ja, ja, Yami, habe ich gesehen. Der smoked und fährt mit Vollgas weiter. Wie soll man da irgendwas treffen? Ich muss hier, glaube ich, jetzt mal ganz, ganz dringend eine Drehung machen. Auf der anderen Seite, 40 Sekunden kann ich eigentlich auch noch ein bisschen Dagger Dagger mit euch hier machen, ne? Sekunden noch. Oh oh. Hilfe. Unser Team hat die Führung übernommen. Ist egal. Die Kremlin hier hinter mir verstecken will. Dann mach das doch.
Hier sind ja gar nicht mehr so viele. Außer, was ist hier denn los? Wow, die Yami schießt HE. Schießt AP, na toll. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. So. Also auf Yu Yang und Khabarov aus 16 Kilometer brauche ich das gar nicht erst versuchen. Sauber, Kremlin, sauber. Good job. So, Kamera. Weißt du was? Das spielen wir beide im Radar aus. Ach, wir sind auch nur noch zu zweit. Ist das nicht schön? Ist ja ein Traum, ne? 2 gegen 5. Wow. Ach, guck mal. Na, ja. So, die Frage ist, wer ist in C reingefahren? Ich sage jetzt einfach mal, egal wer da reingefahren ist. Ich vermute mal, die des Morgens wird da reingefahren sein. Der hat auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Mal alles reinpacken, was ich habe. So, Radar 9 Kilometer, okay. Puh. Ist egal. Entweder ist er jetzt hier in 9 Kilometer oder er ist es nicht.
Oh, was eine Dispersion bei ihm, oder? Kannst du knicken. Viper, moin! Ey, unglaublich, wie nah das jetzt beieinander lag. Die, also null Streuung auf die Entfernung, null. Tja. Also da gibt es jetzt so einige, die ich hinterfrage. Yamato als letzter. Wow. Des Moines hat nur so viel, weil er 14 Flugzeuge runtergeschossen hat. Wie geht das? Naja. Oh ja, die Kremlin. Da hätten wir natürlich noch mal gucken können hier. Aber weißt du was? Nee, besser nicht. Besser nicht. Da wird mir bloß anders. Nee, nee. Tja. Ich werde mich mal... Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Mal in die Schima setzen. Kapitän von anderen Schiffen. Welchen nehmen wir denn da? Warte mal, was haben wir jetzt für Torps drauf? Die 12 Kilometer. Also ist das hier nicht wirklich das. Dann nehmen wir den von der... Ja. Von der Kitakase, das passt. So, 12 Kilometer Torps. Mal sehen. Mal gucken, was da jetzt geht. Ja, eben das Spiel, also ich... Unsere DDs haben ja wirklich gut mitgeholfen, aber da muss man eben auch sagen, die haben tatsächlich auch honoriert, dass ein Kreuzer ein bisschen mit nach vorne fährt. Geben die mir keinen Nebel, bin ich schon längst raus. Also schon längst. Aber so kann ich sie auch unterstützen. Nur, da muss ich eben auch sagen, also das... Ich habe ja am Anfang überhaupt nichts getroffen. Muss man auch so sehen. Ich finde das ja sowas von hirnlos auf Tier 10, Spieler zu haben, die sich smoken und dann Vollgas weiterfahren. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Log, moin! Deswegen habe ich völlig daneben geschossen. Weil ich immer gedacht habe, der muss doch gleich abbremsen. Der muss. Das geht nicht anders. Der muss abbremsen. Aber nicht. Der muss gar nichts. Der kann mit Vollgas einfach weiterfahren. Also, also das ist ja für mich wirklich schwer nachvollziehbar, wie einer auf Tier 10 noch wie ein Bot spielt. Das ist, werde ich wohl nicht mehr begreifen in diesem Leben. Also wenn die auf Tier 3 sowas machen, dann sage ich, okay, die haben sich das beim Koop, bei den Bots abgeschaut. Die machen es so, die ziehen ihren Nebel und fahren Vollgas weiter. Aber ich muss doch dann irgendwann mal sagen, das bringt's nicht. Auf der anderen Seite, was soll ich sagen? Er hat alles richtig gemacht. Ich habe ihn ja nicht getroffen. Aber es ist trotzdem irre. Einfach irre. Nashima. Beastman, ja. Und Beastman fährt mir hinterher, statt jetzt hier reinzufahren. Ist dann eher auch ein kleiner Beastman. Beast Kid. Guck mal, da haben wir doch schon irgendwas in A. Kleber. Schimmerkase. Nebel
Natürlich. Mal, Kollege Kleber ist auch wieder da. Wie wär... Zau. Hm? Ist das nichts für dich? Guck mal hier, unser Biest hat sich hinter die Insel gestellt. Melden stört mein Spiel. Also der kann jetzt schon längst hier drin stehen und cappen. Schon längst. Unfassbar. Also, unfassbar. Na, guck mal, der hat noch nicht ein HP abbekommen. So, guck mal, da ist eine Mino. Ja, natürlich schieß auf eine Mino. Ja, das ist ja schlau von dir. Alter Schwede. Spielst du Tier 10 oder... Wahnsinn. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Was ist das denn für ein Spieler? Der steht die ganze Zeit hinter der Insel. Dann ist das Erste, was er sieht, eine Mino. Auf die schießt er erstmal. Was? Ja, großes Kino. Unfassbar. Unfassbar. Ja, die Kleber hat er ja gar nicht gesehen. Der hat sich mit der Mino angelegt. Also... Das ist so. Na, Monty, nimm's ein. Komm vorne drauf, schön mit Wassereinbruch. Das waren schon mal zwei mit Wassereinbruch. Oh, 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 oh. Ja, Kurfürst. Du hast doch gesehen, dass da zwei DDs sind. Da ist eine Minotaur. Was macht er? Scheiß drauf. Heute ist mir alles egal. Ole, ole. Ja, ey.
Wow. Maschinenboost aktiviert. Na, Monty, ich hab's fast geahnt. Aber nur fast. Hätte einfach noch warten müssen. Na, vielleicht läuft das sogar auf den Kurfürsten durch. Na, Kurfürst? Na? Na, vorne ein mit Wassereinbruch? Wie wär's? Komm. Ja, siehste. So, dann versuche ich jetzt mal hier die Monty ein bisschen mehr von der Seite zu nehmen. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil die Republik auch näher rankommt hier. Tja, ich müsste jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen ans Cap kommen. Aber dazu muss ich irgendwie durch die durch. Ich weiß nur noch nicht wie. Das sieht aber auch lustig aus hier. Monty, Yamato, Yamato, yay! Und der konnte da einfach durchfahren oder was? Nee, ne? So ein Gap hätte ich auch gern. So, Montana. Kannst dich da noch rausbremsen? Ne, den einen musst du wohl nehmen, ne? Captain Gully, moin! Och, Gully, was soll ich dir hier sagen? Irgendwie. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ah, Republik kommt jetzt. Toll. Nebelwerfer gestartet. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Na, sagen wir mal, läuft überschaubar. Das glaube ich jetzt ja nicht. Komm jetzt. Also. So. Gas in Richtung Cap. Oh, da ist noch eine Schima gewesen. Also der hier.
Tja, also zwei von denen sind hier, einer ist hier, einer war da. Und tja, was soll ich da sagen? Irgendwie funktioniert das mit dem, ich nehme sie auseinander, nicht wirklich. Man schafft es halt nicht alleine. So, ich bin geortet. Das könnte die Mino sein. Wenn die gleich wissen, wo ich bin, und das wissen sie jetzt. Oh, Kleber ist auch nicht mehr viel dran. Pass auf. Da hau ich das mal in die. Komm nur an den nicht ran. Da ist die Shima. Puh, 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 puh. Und die Zar ist AFK, oder sehe ich das richtig? Ja, ne? Toter Hering, moin! Oh wow, die sind da wirklich, fahren da alle weg? Ernsthaft? Keiner kommt auf die Idee, mich hier zu rushen? Also, finde ich dann jetzt noch ein bisschen erstaunlich, muss ich sagen. Wow. Wow. Ja. Interessantes Spiel. Interessantes Spiel. Hier. Unser großartiger Spieler. Gandalf, moin! Alter Schwede! Du hast auf Tier 10 nichts verloren. Aber gar nichts. 1600 Gefechte und weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Hier. Shima 27%, Gearing 41%, Hindenburg 41%, Kurfürst 30%. Der hat Midway 22,5% bei 40 Gefechten. Des Moines 373 Gefechte, 32%. Ne Jean Bart, ja gut, das ist ein schwaches Schiff, das kann ich nachvollziehen. 45%, jo, das kann ich nachvollziehen. Also, nein. Warum spielt so ein Spieler Tier 10? Und bitte sagt jetzt nicht, weil er es kann. Weil das kann er definitiv nicht. Also der ist überhaupt nicht in der Lage nachzuvollziehen, wie dieses Spiel hier funktioniert. War ja deutlich zu sehen. Warum tut sich ein Spieler sowas an und warum tut er das seinem Team an? Das ist. Ja, already sunk, moin. Ja, weil er es darf. Ja, na klar. Nur, ich verstehe es trotzdem nicht, weil ich verstehe einfach nicht, worin der Spaß da liegt. Und das begreife ich nicht. Das begreife ich nicht. Also wenn ich das so sehe. Schon irgendwie. Sehr, sehr schmerzvoll, was man da angeboten bekommt. Was wollen wir uns denn jetzt noch mal? Toter Hering, komm, Familienoberhaupt, walte deines Amtes. Sag mal was an. Was würdest du gerne sehen? Belfast hatten wir gerade schon. Kurz bevor du reingekommen bist. Da wäre es schön, wenn du was anderes aussuchst.
Ist ja eigentlich fast da. 263. Kutusow, die hatten wir noch nicht. Immer diese Nebelkreuzer. Warte mal. Kutusow, Kutusow, Kutusow. Kronstadt, Kutusow. Tja, mal gucken. Kutusow und jetzt im Zehner. Mit dem Zehner CV. Uah. Nein, ein Sechser, Achter. Ein Achter CV. Fusenhäuser, Asaccio, Black, Kiew und Farragut. Tja, gut. Norden Standardgefecht. Okay. Standard ist jetzt so eine Sache. Tja. Ist natürlich immer schön, wenn man Caps hat, wo man dann schon mal gleich weiß, dass da von der anderen Seite einer kommt. Hier weiß man nicht allzu viel, wer von wo kommt oder halt auch nicht kommt. Aber ich werde mich bei meiner Reichweite mal ein bisschen mehr hier in die Mitte platzieren. Also, wenn ich hier nach außen fahre, bin ich im Prinzip ja raus aus dem Game und da muss schon viel passieren, dass ich da richtig was machen kann. Tja, hier wird auch gleich richtig was passieren. Shokaku wird mich hier gleich anfliegen. Jo, so ist es. Ah, Richelieu geht auf, okay. Puccioni geht auf. Asaccio Black. 15 Kilometer, das ist so, ne? Da muss schon viel passieren, dass ich den treffe. So, nun haben wir uns hier ganz langsam, aber sicher mal in eine Position gebracht, von wo aus wir ein bisschen was erreichen können. Also hier jetzt durch, da durch. Noch eine Idee weiter, vielleicht nach vorne. Warum fahrt ihr mir jetzt hier hinterher? Muss ich nicht verstehen, oder? So, also auf die Richelieu komme ich jetzt hier nicht. Die Gneise noch komme ich. Aber auch nicht wirklich gut. Ja, das stimmt. Die ersten 2 Minuten. Ach, guck mal, was da kommt. Ey, Alter. Ich bin ein Kreuzer. Du brauchst mich nicht zu torpen, Asacio. Und eine Gneisenau ohne Tarnung wird immer wieder gerne genommen. Prozent weniger Streuung, wer darauf verzichten mag.
Wow. Was ist das denn für Frame Drops hier? Ja. Wirklich nuggisch hier. So. Komm jetzt. Einmal geht noch. Gneisenau. Was? Was geht in so einem Spieler vor? Wahnsinn. Guck mal, da laufen schon die Torps. Und tschüss, Gneisenau. Guck mal. Wow. Da haben wir noch einen Charles Martel. Könnte es sein, dass sie den Modus falsch verstanden haben? Also irgendwie... Wo ist die Ducada All-Star? Da ist die Duka. Na Duka, was machst du? Ganz langsam rückwärts und dann. Hat er seine Torps da rausbekommen? Mal gucken. Ja, hat er, aber in die falsche Richtung. Keiner da, der spotten möchte. So viel zum Thema Nebelkreuzer, ne? Hilft dir also mit anderen Worten gar nichts. Und wenn ich mir das angucke, wird mir ganz anders. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe gegen die Richelieu. Die hauen alle ab. Und ich kriege jetzt hier gleich einen voll in die Seite. Aber ich muss hier raus. Genau deswegen. Ja, ja. Da kommt nämlich auch schon seine Torps. Das kam jetzt nochmal von der Duka zusätzlich. Also dieses Team hier... Nee.
ist einfach kein Team. Spielt einfach scheiße. Und dann kann ich nur sagen, dann verliert ihr eben. Vladivostok und Bismarck, guckt euch das da an. Die sind voll HP. Voll HP. Also, kannst du knicken. Solche Spieler kannst du knicken. Na, und da gibt es dann nochmal einen kleinen Wassereinbruch. Also, unfassbar. Unfassbar, ehrlich. Die Lexington geht da. Die gehen hier mit 4 Schiffen auf einen los und die Lexington mit oben drauf. Statt jetzt zu sagen, hey, pass mal auf, okay, ich habe hier eine Kutuzov, ich spotte mal ein bisschen für den. Nix. Nix, da wird doch nicht gespottet. Um Gottes Willen. Also. Mann, Mann, Mann. Ja, gleich raus hier. Das werden wir nicht gewinnen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Schwer nachvollziehbar. Also für mich. Wäre ich jetzt im CV unterwegs gewesen, ich hätte das anders gespielt. Definitiv. Nehmen wir mal eine Grafspie. Also ich stand da eine Minute, ohne irgendetwas Sinnvolles hätte tun können, weil keiner mehr da war, der spotten wollte. Also wäre wenigstens die Dünkirk noch da gewesen, um die Vladivostok zu spotten, hätte ich ja auf den noch schießen können. Nee, hallo, moin. Nee. Wer nicht will, der hat schon. Der verliert dann eben. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das dann eben Spieler sind, die immer wieder sagen, ich habe immer Pech mit den Teams, ohne selbst zu begreifen, dass sie das Problem sind. Weil sie einfach nicht teamdienlich spielen. So, zwei... Ja. Ja klar, habe ich eine Molotow. Molotow, geiles Teil. Dem Teil kannst du richtig austeilen. Wie ein Kreuzer, zeigt mal Breitseite. Elze Primo, moin! Also bei der Molotow, wehe. Das kann richtig klatschen. Die Molotow hast du in Hamburg verbraucht. Ja, na dann. So, Ranger und Furious. Ja, 2 CVs pro Seite. Und wenn ich mir das angucke, hier unser Nikolas, der fährt jetzt hinter mir durch. Weißt du was, mein Freund? Nein. Nein. Da ich jetzt ja etwa einschätzen kann, wie du spielst. Bin ich nicht derjenige, auf den du jetzt hier dich verlassen solltest. Denn ich hau hier ab. Ich würde dir nicht helfen. Das ist eine ganz einfache Nummer. So ein Spieler? Nee. Da nicht. Echtes Trauerspiel. Guck mal hier, das.
Also, wenn ich mir so angucke, wie die Omaha auch fährt und die Fuso, die jetzt wieder da, habe ich auch gar kein gutes Gefühl hier. Fix unterwegs. Wie schon gesagt. Bei der Nikolas weißt du gleich von Anfang an, wo du dran bist. Auermacher, moin! Oh Mann, ey. Gani, moin! Na, möchte hier noch einer ein bisschen spotten? Die Nagato. Bei das AFK, den greifen die dann an, jo. Genau, ich liebe diese Präzision der Graf Spee. Gute 840. Die Gneisenau ist doch ein Skalpell. Patrick, nur mal ehrlich. Na, wohin drehst du? Oder fährst du ernsthaft breitseitig zum Schlag? Tja, und mit was? Mit Recht. So. Wenn nichts anderes da ist.
gucken, ob ich irgendwie in deren Rücken komme. Das wird aber auch nicht so ganz einfach. Weil das Problem einfach sein wird, dass mich die CVs dann auch gleich aufs Korn nehmen. Ja, wenn ich jetzt hier von vorne so auf die Warspite torpe, ich glaube auch nicht, dass ich den wirklich gut treffe. Aber auf der anderen Seite ein Treffer mit Flooding würde ja schon reichen. Genova, ach, aus der Range raus. Aber die Furious kommt in Range. Treffer ja. Flooding eher nein. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Ranger, würde ich sagen. Ja, Jaguar ist nichts mit. Für andere spotten? Nein. Nein. Maddox Junior! Vielen lieben Dank. Auch schon jetzt 11 Monate, Pate. Wow. Vielen herzlichen Dank. Für 11 Monate Patenschaft. Ich danke dir. 7800. Na. Die Ranger ist schon eine Idee weg, okay. Dann drehe ich doch auch schon mal so ein bisschen weg. Hinter der Ranger hinterher. Genau. Wie an den Torps vorbeigesprintet. Na dann. Den Einsatz zu haben. Der tut mir weh. Also das ist jetzt etwas eigenartig gelaufen, das Spiel, oder? Oder habe ich das nur so im Gefühl? Also irgendwie finde ich, weiß ich nicht. Das sah am Anfang komplett anders aus.
So, mal Waffen auf die andere Seite drehen. Zeit ist ja noch genug da. Tja, Sicht jetzt nicht mehr. Go, Graf, go! Was haben wir denn? 64.000? Okay. Ja. Guck mal, er rennt von mir weg. Er hat keine Tarnung und rennt von mir weg, aber ich krieg ihn. Nicht mehr lange. Wird dann vermutlich ein blinder Schuss, aber naja. So, jetzt ist bloß das Problem des Vorhaltens, ne? Mal gucken, ob wir die 70 noch kriegen. Oh, schick, 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 schick. Da klingeln die Öhrchen, Ranger. Hi, habe ich was von 70 gesagt? 80, okay. Ja, und weg ist er. Jetzt dreht er ab. Marty McFly! Dreh nicht ab! Stell dich deinem Schicksal! Capri-Rot! Ich danke dir. Moin. Freut mich, wenn es bei dir klappt. Oder im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen besser klappt als vorher. Oh, haben sie die Graf Spee rausgehauen. Ja, Mensch. Ich konnte sogar cappen. Sie haben mich da wirklich schön gemütlich durchfahren lassen. Sag ich nicht zum ersten Mal, sei immer das schlechteste Ziel. Und manchmal läuft's halt auch. So. Na, Spiel, willst wieder nichts anzeigen? Nein. Ich will es aber trotzdem sehen. Ah, guck mal, die Niederlage mit der Kutusow. Ich bin nicht verblüfft. Guck mal, 83 sind es dann insgesamt noch geworden. Zweiter. So, und bei Kutuzov, da muss ich jetzt mal gucken. Unsere ganzen großartigen Top-Tier-Spieler. Ach, Zweiter. Oh, die haben sie alle rausgeschossen. Die waren noch alle voll HP. Das gibt's doch gar nicht. Die waren doch alle voll HP. Hier. Zweihunderteinundvierzig Gefechte. Tja. Der ist mit Tier 8 einfach überfordert. Oh Mann. Traurig, traurig, traurig. Nehmen wir uns mal eine Tirpitz. Tja, ja,
ich würde mir wirklich wünschen, aber Wargaming fährt da ja einen ganz anderen Kurs, aber ich würde mir einfach wünschen, dass Wargaming da ein bisschen verantwortungsvoller mit den Spielern umgeht und die Leute einfach vor sich selbst schützt und sie ein bisschen ausbremst. Denn es macht doch keinen Sinn, dass einer mit 240 Gefechten im Achtermatch unterwegs ist und dann keine Ahnung hat, was er tun soll. Das macht ihm keinen Spaß, das macht seinen Teammates keinen Spaß und im Zweifelsfalle die, die sich über ein wirklich gutes Gefecht freuen, also sprich die, die auf der Gegenseite sind, denen macht es auch keinen Spaß. Also irgendwie hat keiner wirklich was davon. Aber Wargaming fährt da, wie gesagt, ja anders drauf. SW Berlin, danke für den Follow und willkommen in der Familie. Aber wenn du dann schon eben siehst, gewertete Gefechte, dass Wargaming vorgibt, man muss dann mindestens schon 200 Gefechte haben. Ja, 200 Gefechte ist ja nun wirklich gar nichts, was Erfahrung oder ähnliches angeht. Und dann in die gewerteten Gefechte. Tja, tja. Aber das ist nur meine Meinung. Es ist ganz eindeutig nicht die Meinung von Wargaming und muss es ja auch nicht sein. So, Ori, wo willst du denn hin? Wo bitte willst du hin? Ach was. Ja, Schieder, fahr vor, ich bin dabei. Du bist der Neune, ich bin nur der Achte. Hier im 10er-Match. Aber nö. Ist mir aber Latte, dann fahre ich eben vor. Republik Yamato, Georgia, Musashi. Puh. Und in Vladivostok. Ja, und? Oh. Das kann böse enden. Guck mal, wo die Deering hinfährt. Spotting? Nein. So, hier weiß ich, wo er ist. Der ist da. Sonst würde er mich ja spotten. Georgia! Na, endlich mal einer mit einer ebenbürtigen Sack. Oh. So, Sack, komm, knabber ihn auseinander. Gib Gas. Wer zielt hier? Ist das die Yamato von da hinten? Wollen wir mal ein bisschen abbremsen, ein bisschen einlenken. Ein Nichtdurchschlag auf die Yamato, ja genau. Genau so. Permanent gespottet heißt eigentlich nur, dass der DD, der hier gespottet, der hier gekappt hat, hier schon raus ist irgendwo. Tja, und unser Deering. I don't know what to say.
Zu 1160 weiß ich allerdings auch nicht, was ich sagen soll. Zwei Abpraller, ein Nichtdurchschlag. Yes, Sir. Yummy, nicht doch, nicht doch, nicht doch. Steering, du hast das Spiel absolut nicht begriffen. Der nebelt sich jetzt hier, um kurz auf die Georgia mitzuschießen, statt zu sagen, okay, pass auf, ich fahr mal in A und cap mal. Da könnte nämlich den Nebel dann gebrauchen, aber... Niet. Fenderboy, viel Spaß dir auch noch. Schön, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal. So, und Stanislav, mal gucken. Gibst du Gas? Jo, ne? Jo. Ein Abprallerchen. Guck mal, da ist die Grosjevoj. Vladivostok. Und mein Buffalo-Kumpel. Ich möchte ein bisschen mit der SEC spielen. Na? Buffalo? Hm? Was sagst du dazu? Gegnerischer Kreuzer zerstört. Und unser Deering. Spielt wieder ein auf Nebelkreuzer. Oh Mann, ey. So, die Zau. Tja, Sojus, was hast du jetzt vor? Du willst jetzt hier rennen oder... Da ist eine Georgia. Da ist aber auch eine Vladivostok. Und im Zweifelsfalle nehme ich dann die breitseitige Vladivostok. Auch wenn der gerade abdreht. 1160, yes, Sir. Zielen, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber unser Neuner hier verdrückt sich ja auch schon wieder. So, die Armee kann mich von hier aus schon mal nicht mehr beschießen, würde ich sagen. Dem werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht.
nicht hier vorne entgegenfahren. Also könnte ich ja machen, aber... Nö, 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 besser nicht. KW8, moin! So, hey! Exodus, moin! Na, Schorni, bist schneller unterwegs, als ich dachte, ne? Jo. Guck mal. Da haben wir den Grotto Boy. Sek gibt alles. Komm. Grotto Boy! Alte Säule. Mato, drehst du ab? Unser Sieg ist in Sicht. Ist mir egal. Eine Salve noch, dann haben wir die 100. Hoffe ich. Oh, Ladi. Schade eigentlich. Na guck mal, immer wenn ich will, darf ich nicht. So, guck mal, deswegen fahre ich da an dich ran. Meine Sek macht das doch. Komm Sek. Gib ihm alles, 248, das sind zwei Treffer. Na siehste, sage ich doch. Komm, für dich insel ich auch, mein Freund. Da bin ich Kumpel. Da lasse ich doch mal die Krake frei. Da ist mir das mit dem Inseln dann egal. Hinten Bosch. Wie schon gesagt, das ist mir egal. Die kannst du alle kriegen. 1, 2, 3, ganz viele. So, das ist es doch. Guck mal, nochmal eine Zitter auf die Hindenburg auf 24 Kilometer. Nehme ich doch auch noch. Also. Ja. Ganz ernsthaft, das war mir jetzt völlig Latte, dass der mich rausschießt, weil 5 gegen 3, an der Hindenburg ist so gut wie nichts mehr dran, an der Republik ist so gut wie nichts mehr dran. Also wir haben 3 Caps, was soll da schief gehen? Hm. 1,2 Millionen potenzieller Schaden, also jopp, nehme ich. Ich glaube, brauchen wir uns nicht bis zu Ende angucken, ne? So, was lese ich da? Kroketten, Schweinefilet, nom, 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 nom. Lecker, lecker. Ja, Tirpitz ist auch im 10er-Match, wenn man eben nicht auf Max-Range spielt. Das ist so ein bisschen das Problem,
Was ja viele haben, die sagen eben, Tirpitz, doof, du musst halt ran. Und im Zehner, bisschen schwierig. Ja, genau, das ist immer wieder dasselbe, ne? Irgendwie kommen wir immer zum Thema Essen. Was ist das denn hier? Hupsa. Oh, wollen wir mal die Stalingrad nehmen? Finde ich ja, ist echt ein schickes Schiff. Also sieht wirklich hübsch aus. So, wie nehmen wir denn da? Den von der Shoshi oder den von der Kutusov? Ja, guck mal, haben wir schon gewonnen. Da ist alles. Was ist mit dem? Jo, das passt. Der passt. Gyros mit Reis. Guten Appetit. Jop. Könnte ich im Zweifelsfalle? Ja. Ja, könnte ich auch. Lorg, du wirst lachen. Ich hab ein Internetportal, das ich betreue. Und da geht es hauptsächlich um Restaurants und alles so rund ums Essen. Und da habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht sowas auch einfach mal live streamen könnte. Wenn man jetzt irgendwo in der Restaurantküche steht und der Chefkoch da was brutzelt und zaubert, dass man dann einfach zeigt, wie macht das ein Profi? Und ja, dass der eine oder andere einfach vielleicht gucken kann und sagen kann, ey, das finde ich aber geil. So habe ich das noch nie gemacht, so probiere ich das auch mal. Das Problem, was du dabei hast, ist ganz simpel. Du brauchst einen, der das finanziert. Weil das ist ja dann kein Hobby, da ist es dann schon eben auch so ein bisschen mehr in Richtung ja, gewerbliches Angebot. Und du brauchst einfach dann praktisch auch das Restaurant, das sagt, okay, das ist jetzt Werbung für mich, da bin ich bereit, was für zu bezahlen. Und das sehe ich persönlich nicht so. Und das ist genau wie Already eben schreibt. Es gibt natürlich schon diverse Kochshows und man muss natürlich auch dann wieder sehen, dass die meisten Zuschauer dann eben auch nicht sagen, egal, guck mal, die machen da mal eben was Kleines, sondern die vergleichen das mit allen möglichen Kochshows, die sie aus dem Fernsehen kennen. Und wenn du dann da eben nicht so gut rüberkommst, obwohl du vielleicht dir Mühe gibst und obwohl vielleicht auch der Koch sich Mühe gibt und alles ist eigentlich ganz klasse, hast du trotzdem das Problem, dass du wirklich dann, naja, so 0815 bist, während eben alle mit einer Hochglanzproduktion rechnen, die dann ich sag mal, im Zweifelsfalle pro Sendung, keine Ahnung, 200.000, 300.000 kostet oder mehr. Und alles beschießt mich hier. Ich will nicht beschossen werden. So, Henri. Nee, da brauche ich nicht. Und er haut ab. Eine Minotaur habe ich da noch gesehen. Oh wow, guck mal, 10.000. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwie. Na, sieh mal einer an. Neunhundertzwanzig, yes, Sir.
würde sagen, der ist rückwärts gefahren, oder? Na siehst du, sage ich doch. Mein Team kommt wieder nicht hinterher. Na, Manu. Stehst du noch? Ah, jetzt toppt er gerade. Okay. Oh, Friedrich! So, jetzt muss ich aber sehen. Ja, ja, das tut natürlich jetzt richtig weh. Das ist meine Meinung. So. Ja, hier, da sind die mich eigentlich hier jetzt verstärken sollten, hätten können, wie auch immer. Ja, da sind seine Torps. Das dachte ich mir nämlich. Also eigentlich, ja, Z, vielen Dank. Toll, toll gesmoked. Großes Kino. Also, so, 92 habe ich noch. Und jetzt bin ich entdeckt. ...920 auf die Mino Tower. Yay! Ich hänge hier im Kartenrand fest und komme hier nicht weg. Du mach schon! Also 1,8 Millionen potenziellen Schaden habe ich schon bekommen. Guckt euch den Conqueror hier an. Hier. Da. Nee. Da. Diese Conqueror-Wurst. Also, kann ich noch einen? Dann gebe ich dem einen. Das ist melden. Ja, stört mein Spiel. Also, unglaublich, wie sich ein Top-Tier-Schlachtschiff so verstecken kann. Naja, ist eben das Problem, wenn du als Kreuzer vorfährst und die Schlachtschiffe hinter dir bleiben, dann wirst du halt rausgeschossen mit 30.000 Schaden und 2 Millionen potenziellen Schaden. Wahnsinn. Ja. Schleimiger, danke für den Follow und willkommen in der Familie. Was wollen wir uns denn nochmal antun? Och, mal Leningrad? Guck mal, schicke Tarnung. Leningrad ist doch auch cool. Nicht unbedingt der Schleicher vor dem Herrn. Bei der Verborgenheit, was war es? 6,6, ne?
Oh, 7-9er. Puh. Puh. 7-9er, wow. Und 4 DDs. Oh, wow. Nachbarnherrschaft. Und wo stehe ich? Ja, ist klar. Wo waren wir Freitag stehen geblieben? Was meinst du? Freitag ist schon so lange her. Da liegt ein ganzes Wochenende dazwischen. Also, warte mal, ganz kurz hier mal gucken. Ne, da ist außer der Z nix. Naja. Krim. Krasny. Ja. So, jetzt bin ich hier mal gespannt, wie das denn läuft. Ein Krim-Only-Stream. Ja, ja. Da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich damit ziehe. So, warte mal, was haben die denn für Verborgenheiten? Oh, unser Z23, wenn ich mir den Weg angucke, den der fährt, ist das auch schon wieder nicht unbedingt so richtig das, was ich gut finde. Stahlkaninchen, danke für den Follow, willkommen in der Familie. Guck mal hier. Was machst du da? So viel zu dem Thema Spotten und Cappen. Moin! Oh, 77, da. Guck mal, ich habe auf den Chat geachtet. Schnell rausbremsen, einlenken und. So, da haben wir das Cap. Also. Die Z23. Nope. So, Richelieu, was machst du? Fährst jetzt an, bremst jetzt ab, was auch immer. Oh, noch ein Tirpitz dabei. Und bei 6,6 gehe ich auf. Das ist jetzt. Nicht gut. Ihr solltet mich gar nicht sehen. Die haben mir jetzt, also die Tirpitz hat mir den Angriff versaut sozusagen. Und jetzt muss ich hier weg. Da haben wir es nämlich schon. Jetzt machen sie Druck und da kommt auch eine Mogami noch mit. So, das ist jetzt echt ätzend. Diese Mogami, der macht mich jetzt auf. Könnte mal vielleicht irgendwer. Na. Guckt euch das an, wo das Team auch rumfährt. Also das kannst du knicken. Kannst du einfach knicken.
Guckt euch das an. Warum sind die da? Warum sind die nicht hier? Tja. Das ist einfach Feiglingsspiel. Eine Jean Bart, eine Iowa, der ganz hinten ist. Auf hinter, also ganz, ganz, ganz hinten. Nee. Nee, nee, nee. Das Ding geht auch verloren. Ganz einfach. Mit den Spielern ist nichts zu gewinnen. Tja, keiner hatte die Tirpitz gespottet. Lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass unsere Verbündete Z ja auch nichts gespottet hat. Im Gegenteil. Fährt der jetzt auf einem anderen Weg, dann spottet der den ja vielleicht. Vielleicht. Und dann weiß ich, dass ich da mit einem größeren Abstand ranfahren muss. Dann kriegen die mich gar nicht, weil sie mich gar nicht aufmachen können. Ach nee, doch. Das ist, tja, es greift eben eins ins andere. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Spiels. Hast du so eine Pfeife an deiner Seite, kannst du, oder hat das so einen Einfluss auf dein eigenes Spiel und damit auf das gesamte Teamspiel, dass du keine Chance hast, dagegen zu halten. Geht nicht. Es reicht ein DD, der eben nicht spottet, dass alles kippt. Reicht völlig aus. Benham, Vokalo, Mars. Eisinseln Standard. Okay. Puh. Bienchen, moin! Tja, dann hoffen wir doch jetzt mal, dass dieses Team sich nicht irgendwo jetzt hier hinter unserer Basis versammelt und sagt, wir verteidigen die Basis, wir fahren mal auf die J-Linie in den Kartenrand. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. So. Kommt eine Charmatel und eine Monarch hinterher. Okay. Ja, genau. Die suchen Übergang zu zwei Brüder. Hier hinten irgendwo. Nichts zu sehen. Okay, der Amalfi. Dahinter noch eine Alsace, okay. Amalfi dreht schon wieder ab. So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier gleich auf einen treffen. Der auch spottet, ist, glaube ich, relativ groß. Buffalo fährt quer. Oh, guck mal hier, die Wokala. Der fährt schon wieder hinter die Schlachtschiffe. Ey. Warum spielt einer DD
wenn er sich so wenig zutraut. Wow. Oh, Malfi dreht komplett weg. Na dann. Dann dürften meine Torps ins Leere gehen. Es sei denn, da kommt von der Seite jetzt irgendwie ein DD, der da noch irgendwie dazu kommen möchte und da helfen will. Oh wow. Tja, Magi lässt die anderen alleine. So wie ich das sehe. Werde ich hier einfach mal drehen. So, Sean Horst ist raus. Hey! Dreht nochmal ab. So, dann werde ich jetzt mal rüber auf die andere Seite fahren. Maschinenboost aktiviert. Ja, genau. Alsace dreht nochmal raus. Burgala ist auch durch. Ja, dann sind die. Oh, die Torps auch schon wieder kostenlos. Oder wie heißt das? Ach nee, umsonst. So. Und unser Rohn ist raus. Na, wie schön. Suppenfarbe, moin! Ja, oder so, genau. Das gibt's auch noch. Das hätten wir dann auch noch im Angebot. Na, Bismarck. My friend. Drehst du hin und her? Fährst du weiter auf dem Kurs? Machst du. Ich trau dir das zu, du machst das. Du schaffst das. Problem dürfte nur sein, dass der Hydro anhat. Oder? Kein Hydro an? Dann ist das böse. Dann tut das jetzt ein bisschen weh. Tak, 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 tak. So, ach, ist egal, dass sie wissen, wo ich bin. Let's have some fun. Let's have a burning Bismarck. Wobei, da kann ich jetzt wirklich gar nicht viel zu sagen, weil ich sie nicht habe. Ich habe nur für mich so festgestellt, das Ding hat eine relativ gute Verborgenheit. Aber dass ich jetzt sagen könnte, würde ich unbedingt empfehlen oder nicht, kann ich echt gar nichts zu sagen. Da
Komm, Bismarck, ein Brand geht. Nicht bei mir den Brand, Mensch. Da wollte ich gar nicht mehr. Na, Bismarck, kommst du raus aus der Nummer? Puh. Hat die Iowa in sich geholt. Hm. 43 Euro wollen die dafür haben. Also jetzt mal ehrlich, da muss man sich dann irgendwann mal überlegen, wofür man da eigentlich Geld bezahlt. Das sind ein paar Pixel. Und wenn die jetzt der Meinung sind, dass sie da alles verkaufen können, dann muss ich sagen, boah ey. Finde ich jetzt aber schon auch sehr heftig. Oh, unsere Basis wird erobert. Na, dann ist ja vor der... Ach, guck mal. Und da ist auch noch eine Charles Martel. Na, nun wird's hier... Guck mal, hätte ich gar nicht auf die torpen müssen. Da hätte ich hier besser torpen können. Okay. Na, Mars. Boah, der fährt wirklich freiwillig aus seinem Nebel raus. Wieder die Torps auf den Falschen gesetzt. Aber ich muss aus dem Nebel raus. Hier könnten jetzt doch eine ganze Menge Torps kommen. Da ist die Ibuki. Ich muss den noch einmal treffen. Ja,
Schaden. Nein, der inselt! Ich krieg eine Krise, ehrlich. Und das geht vorbei. Diese fucking 5 Sekunden bis zum Smoke. Ja, aber auch hier wieder, ne? Was für ein Gurkenteam. Und wie schon erwartet, ne? Die sind hier hinten tatsächlich im Kartenrand. Guckt euch das an. Aber kann ich verstehen, so eine Soyuz, das ist, der ist natürlich also wirklich ein ganz schwaches Ding. Das Charmatel noch Full HP. Yay! Warum bringen die sich nicht früher ein? Warum schießen die jetzt auf die Alsace und nicht auf die Ibuki? Das werde ich wirklich nicht verstehen. Das werde ich nie verstehen. Da fährt eine Ibuki mit 2400 rum. Deswegen bin ich draufgegangen, weil ich den rausnehmen wollte. Mann, 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 Mann. So, Ibuki gegen Buffalo. So, Buffalo ist eigentlich auch schon tot. Na, Ibuki, was machst du? Du torbst, oder? Na, er torbt nicht. Hey! Die Soyuz kriegt da hinten tatsächlich... Kriegt... Wie geil! Ey, der dödelt durch den Kartenrand und fängt sich da hinten die Torps. Da hinten! Da fängt er sich Torps! Ey, sag mal, merkst du noch irgendwas? Was haben die denn? Die haben noch eine Benham. Und jetzt torbt er den noch raus. Ja, ist klar. Ey... How not to play Soyuz. Unfassbar. Unfassbar. Ich meine, die beiden sind auch lustig hier. Die machen sich da auch irgendwie munteres Leben, ne? Geil. Und da kommt das Ende der Monarch. Ach ja. Und tschüss, Monarch. We must kill ships. Ja. Dem ist so. Ja, das, oh ja, schön Breitseite zur Iowa zeigen. Jo. Oh. Oh. Da hast du aber Glück gehabt. Also, das wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Ibuki, du müsstest den jetzt torpen. Und unser Charmatel muss das hier überleben. Aber 34. Na, jetzt heilt er noch hoch. Gleich 40.000 dem in 1,30 abzunehmen. Funktioniert nur, wenn die Ibuki torpt. Aber ich würde nicht sehen, dass der irgendwelche Anstalten macht, zu torpen. Oder? Ich meine, aus dem Winkel wird das eher nichts. Tja. Ja, das war die Ibuki. Die wollte jetzt nochmal hier ein bisschen Unterstützung anfordern, aber ich bin raus. Das wird nichts. Jetzt laufen da die Torps. Jetzt laufen die Torps. Warum denn jetzt erst? In 10 Sekunden müssen die den erreicht haben. In 5 Sekunden und das tun sie nicht. Und 0. Ibuki, du spielst einfach schlecht. Wow. Da muss man mehr riskieren. In so einer Situation musst du alles riskieren. Kannst du nur verlieren. Jetzt hast du auch verloren. Tja, bitter. Sehr bitter. Ah, und er springt wieder weiter. So, dann lass uns doch mal gucken. Ja. Stalingrad verloren. Leningrad verloren. Fletcher verloren. Es war eindeutig. Das war ganz eindeutig. Bitter, bitter. Cool Cat, ich sehe dich jetzt erst. Moin. Also, nee. Es ist im Spiel schon absehbar, dass man verliert. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt noch einmal will. Aber wir nehmen jetzt als letztes nochmal die Friesland. Und dann, das ist ja so ein Mischmasch. Also, das ist ja auch eher eigentlich ein Kreuzer als ein DD. Dann machen wir noch ein bisschen Dacker Dacker. Und dann mache ich auch Feierabend. Denn dann kommt der große Hunger schon wieder auf mich zu. Also muss ich ja sagen, das ist schon wieder. Ich hab schon wieder hier Hunger. Oh, Friesland auch auf der Gegenseite. Okay. So, guck mal hier schon mal so ein bisschen gucken, was so guckt. Eine Lexington im Gegenteam. Graf Zeppelin bei uns. Also auf jeden Fall schon mal. Ein CV. CV-Novize. Oh Mann. Warum CV-Novize mit einem Tier 8 Schiff. Warum fährst du dann kein Tier 4?
Schwierig zu verstehen. So, warum kommst du hier rüber zu mir? Fahre ich eben rüber auf die andere Seite. Ach, Alter, bleib doch auf. Das ist nicht zu fassen. Alter, lass uns trennen. Ja, ganz okay. Genau so. Orion, moin! Ja, Lok, dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, Mittwoch. Das Schöne ist, dass hier in Friesland ist. Da weiß ich, es können keine Torps kommen. Und was haben wir hier? Null Hilfe haben wir hier. Guckt euch das an, wo die schon wieder rumstehen. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ich begreife das nicht. Warum müssen die so weit da hinten stehen? Sie haben jetzt hier zwei DDs verloren, weil sie nicht unterstützen. Es ist mehr als schießen kann man ja nicht mit dem DD. Und wenn man dann trifft und der andere einfach überlebt, dann liegt es daran, dass dem Kreuzer und Schlachtschiffe helfen, während einem selbst nicht geholfen wird. So einfach ist das. Und insofern, da gehen wir mal zurück zum Spiel, ist das auch ein schönes Ende, wenn es auch kein schönes Ende ist. Es zeigt, wo dann teilweise so für den einen oder anderen die Reise hingeht. Ist bitter, aber naja, muss man halt mit leben und muss dann eben sagen, beim nächsten Mal wird es anders, beziehungsweise vielleicht hat man die dann beim nächsten Mal im Gegenteam und dann verlieren sie einfach, weil sie so spielen, wie sie spielen. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich raide jetzt rüber zu Snusnu. Da ist auch World of Warships angesagt, so wie ich das hier sehe. Und ja, da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und dann hoffe ich, dass wir uns am Mittwoch wiedersehen.
Also, bis dann. Tschüss.